So, willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Together Supreme Commander Forged Aliens. Wir spielen 4 gegen 4 in der FAF Lobby. Untereinander, gegeneinander. Dieses Mal 8 Leute rein vom Snai, also Snai gegen Snai. Die Map heißt Big Black Puppy 4. In meinem Team dabei die Hatice, der Johnny, der Mike und ich. Im gegnerischen Team Daniel, Mark, Sebastian und der Christian. Ich schlaf gleich die krumme Titte. Und dann können wir nun starten. Jetzt habe ich keinen Bock mehr aufs Spiel, so lange gedauert. So, ich bin so müde. Christian! Das war gerade so ein Stück. Die Titte! Hör, jetzt okay. Ich den Mark. War ein Scherz. Let's go! So. Für alle Pussys, die zugucken. Wie redest du denn mit uns? Wie redest du mit unseren Zuschauern? Da denkt der Johnny nicht drüber nach, dass es hier auch 12-Jährige und so gucken. Schöne okay, Grüße an den Crazy Blue. Der ist doch nicht 12. Der ist doch nicht 12, der ist 11. 15. Nein, 13. Achso. Nee, der ist älter. Ey, ich muss direkt Luft bauen. Weil ich will das hier haben. Du musst direkt Torpedobombe bauen. Für was? Ja. Ey, die haben im Wasser Massepunkte. Wie cool ist das denn? Ich meine es ernst mit den Torpedobombe. Ja, was mache ich dann? Du brauchst auf jeden Fall Torpedobombe. Das kannst du dann bauen. Ja, ich glaube, ich mache das wirklich. Ich baue keine Torpedobombe, aus Prinzip schon nicht. Ja, es reden jetzt gerade ein bisschen viele. Ja. Ach so, ja, ich konzentriere mich gerade. Ich schick da oben schon mal ein paar Einheiten hin, so dass er mit Technikern das da oben nicht direkt aufbauen kann. Boah, hab ich jetzt gerade viel Masse, ey. Warum habe ich so viele Techniker, die nichts zu tun haben? Ah ja, siehst du, da kommt er nämlich schon. Mike und Johnny, ihr habt beide noch einen Massepunkt neben euch. Ich kann ihn auch nehmen, wenn ihr ihn nicht wollt. Du brauchst aber genug da hinten auch, ne? Ja, wie ich mal.
Ich lasse Nagi erstmal nicht zur Ruhe kommen hier. Genau, scout mal Hatic. Ich will mal sehen, was er da hat. Der baut da bestimmt Tech 2 Verteidigung. Ah, ja. Gut. Gut, dass du es gesehen hast. Ich gehe jetzt nämlich nach vorne. Hat der Tech 2 Verteidigung oder was? Der hat da keine Tech 2 Verteidigung. Der hat da gar nichts. Das ist ja das Geilste. Warum sollte er nach 4 Minuten Tech 2 Verteidigung haben? Der hat da gar nichts. Das ist ja das Geilste. Ah, der baut See. Okay. Nachbar auch See. In der Mitte schickt er Einheiten rüber. Das heißt, wenn ich der Einzige bin, der See baut, dann wird das nicht gut werden. Ja, soll gut, ich aber gleich kann er keine See mehr bauen, weil er. Gleich kann er keine See mehr bauen, weil ich ihm alles kaputt mache. Theoretisch kann ich doch dann auch, wenn ich ein bisschen mehr Masse habe, auch See bauen, oder? Damit hat er nicht gerechnet, der Christiane. Meinst du? Oh, scheiße, da kommt schon der erste See. Das ist nur ein U-Boot. Ja, aber ich kann mich nicht aufbauen, wenn ich da keine See hab. Ja, aber du brauchst doch erstmal nicht, das mache ich schon. Boah, der hat da gerade einen Tech 2 aufgebaut. Dann war der schnell. So, nächste Ladung. Okay. Ich war wirklich rein nur See, Leute, gerade. Hörst du, Tim? Soll ich auch See machen? Ich mach ja auch See. Ich hab doch schon fertig hier. Heute ganz ruhig. Ich beschäftige gerade den Daniel, dass er da nicht großartig mal aufbauen kann mit seinem Commander. Da kommt schon vieles, siehst du? Ja. Ach, der Lang ist auch schon hier durch. Kommt der denn her? Bomber von Sebastian. Wo der? Mann. Boah, hat der Ding da viele Marine, ey. Ja, ja. Scheiße. Der Mark macht auch Luft. Und der Daniel hat schon Tech 2 Marine. Tech 2 ja, schon? Ja. Gut, ich mache ihm mal eben schnell das kaputt. Ne? Scheiße, Mann, der macht mir da meine ganze Masse kaputt. Ich glaube, ich konzentriere mich erstmal nur auf. Abfang. Ich baue jetzt erstmal nur Abfangjäger, ja? Bombt eigentlich so eine Tech 2 Verteidigung auch Schiffe weg? Ja, oder? Ja. Gut, dann mache ich das mal eben. Mark hat schon mal ganz viel
Ey, hier kommt Luft. Haben wir Jäger da? Ja, warte, komm sofort. Okay. Gut, CO2 auch. Ey, wieso fliegen die so lahm? Ey, da schießt noch was auf dich. Auf deine Marinefabrik. Auf welchen? Mike. Auf Mikes. Ja, das sind U-Boote vom Dings, sind da. Mach eben eine kleine Verteidigung hier oben, dann bin ich unten mit dabei. Ich habe halt Angst, dass ich, weil ich alleine gerade bin im Wasser. Naja, ich muss rausgehen wieder aus dem Wasser hier. Soll ich gehen da hinten? Soll ich runtergehen? Oder ist es zu gefährlich, dass ich dann oben das verliere? Hier sind zwei Stück. Ich baue gerade eine Rakete, um Ding in seiner Marine kaputt zu machen. Oh, hier schießt schon Tech 2 auf mich, ich bin jetzt gleich kaputt. Wo schießt Tech 2 auf dich? Ja, da ja schon Tech 2. Fuck, ich auch, also ich hab gleich. Fuck, verschwinde! Okay, ich muss runter. Ich baue jetzt auch schon Tech 2 Luft. Wichtig ist, dass der Zerstörer kaputt gemacht wird, weil sonst kriege ich nicht Probleme hier. Ja. Der Zerstörer geht aufs Land. Warum der auf Land kann. Tim, ich hab auch hier Tech 2. Also wenn du mich unterstützt, krieg ich da auch was zurückgezogen. Ja, aber ich kann dich nicht unterstützen, weil ich selber mein eigenes Spiel gerade machen muss. Sag's ja nur. Ich hab keinen Strom mehr, nichts. Naja gut, ich bin glaube ich out of game. Ja, der Zerstörer ist weg. Okay. Was mein Problem jetzt ist, dass ich keine U-Boote habe. Also wir machen haben zu wenig am Wasser. Ja doch, ey, mach doch die schnell kaputt hier, die noch. Ach, du hast mal Fregatten gebaut. Nein, ich hab nicht nur Fregatten. Zwei Fabriken bauen U-Boote, eine Fregatten, aber alle meine U-Boote sind gerade durch den Zerstörer kaputt gegangen. Hier ist noch ein Zerstörer. Vom Daniel. Daniel ist nur auf Schiff Land gegangen. Nur auf Schiff gegangen, meinst du? Ja, meine ich, ja. Oh, ich hab Stromprobleme. Ich hab eigentlich alles Problem gerade. Attack 2 Gun Chips. Ich höre jetzt auf. Warte! Zu spammen, achso, bringt. Achso, dafür du hörst jetzt auf zu spielen. In der Mitte ist Luft. Oh, und einzelne Einheiten. Da sind viel zu viel Luftverteidigung auf der Insel, da kann ich nicht hin. Wir haben schon alle Attack 2 Marine. Ja. Oh, Scheiße, jetzt ist der Markt da mit seinen U-Booten. Ja, fahrt doch mal darüber. Machen wir hier in der Mitte die Insel kaputt. Wen soll ich denn ärgern? Von wem soll ich ein paar Massepunkte kaputt machen? Daniel, ganz viel Zerstörer da schon. Okay. Scoutet mir mal gleich bitte den Christian. Mark hat Tech 2 U-Boote. Und zwar gleich. Scoutet mir den Christian bitte. Du machst hier die Raketennummer.
Ja, ich hab 4 und die sind fertig. Hatice, flieg mal über Christian bitte drüber. Ja, ich baue doch gerade auch Fähre. Scheiße, Sebastians Dinger kommen jetzt gerade in der Mitte. Kanonenboote auf Tech 2, ey, kann. Brauchst du Hilfe, Tim? Immer abwarten, ne? Er scoutet den, ich sehe den nicht. Ach was? Was kann ich denn, wenn meine Scouts so gekillt werden? Die scoute doch. Ah. Wenn die da auf dem Weg gekillt werden, ist das Schweine schuld. Ich hab Probleme. Nee, das schaffst du schon. Du hast keine Probleme. Da ist Scout, guck mal. Durch die Mitte. Da ist ein Zerstörer hier rechts, gegen den kann ich glaube ich nichts machen. Der ist auf Land. Okay. Ich denke mal das gleiche meine Fabrik hier auch. Ich glaube, ich sollte raus. Die Teacher hat ja genügend. Ich kümmere mich drum. Ja, der ist tot. Wenn er sich nicht bewegt, ist er tot. Und dann schick mal einen Bomber schon mal drauf, Hatice. Hatice, flieg mal in Richtung so an der Seite, dass das alles nicht so auffällig ist, was wir hier gerade eigentlich machen. Was meinst du? Ach so, meinst du das? Mal gucken, ob der sich bewegt. Boah, hoffentlich nicht. Ja! Christian ist tot. Macht's Johnny. Der übliche Trick von Johnny funktioniert immer wieder, ey. Da ist er, alle. Ich hab auch schon Tech 2. Warum schießt mein Bomber nicht? Ja, jetzt müssten wir, wenn wir Einheiten hätten, hier oben drüber gehen, aber wir haben leider keine Einheiten, das ist das Problem. Ja, auch keine Masse. Kann jemand echt einfach mal meinen Bomber nicht schießen? Weil. Ah, jetzt. Weil so, jetzt mal. Ja, der ist durch der Zerstörer. Wo ist Shepards Tech 2 Marine? Achte mal in der Mitte, was da alles kommt. Leichte Panzer, das war es jetzt für mich. Jetzt kriegt Katice, das kriegst du hin. Was denn? Ja. Die leichten Panzer, ja klar. Die machen jetzt meine ganzen Dings kaputt. Ach Quatsch. Und meine U-Boote schießen nicht auf die, weil die ja. Und vor allem kriegt man das hier kaputt, Katice. Mach doch mal. Ja, warte, oh Gott. Ich mach die Fabrik vom Shepard kaputt jetzt mit Raketen. Dann haben die gar nichts mehr. Am besten die vom Daniel. Ja, die kriege ich aber von hier aus nicht kaputt. Hä, hier sind schießen Boote auf mich, aber ich sehe die nicht. Wo sind die? Ich habe so nah gebaut, aber ich sehe nichts. Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Ich bin gleich tot hier im Wasser. Nein, bist du nicht. Doch. Ich sehe die U-Boote nicht von Daniel. Doch, da sind sie doch! Tech 2 U-Boote! Ja, jetzt sehe ich sie. Warte, geh weg, ich kümmere mich um die. Ich hab Torpedo. Ich hab auch Torpedosystem, aber ich brauch das. Oh, scheiße, Mann. Ich hab ja oben. Ich brauch da oben Luft. Er schießt nicht. Warum schießt er denn nicht? Ich hab doch auch Torpedos gebaut. Er Achtung. Schießt aber nicht. Ja, sind aber auch. Nee, das war's. Ich hab doch Torpedos gebaut. Ich krieg hier Probleme. Oder? Ich hab nicht Torpedos gebaut. Ich bin so doof. Ich dachte, ich hab auch Torpedos gebaut. Ich hab gar keine Torpedos gebaut. Ich hab Gun-Upgrade gemacht. Kümmere dich um Mike erstmal. Ich hab komplett das falsche Upgrade gemacht. Ich wollte Torpedos bauen und ich hab Mike Dings. Meinen Typen aufgewertet. Boah, ich bin so blöd, ey. Das kommt davon, wenn man 10.000 mal Sachen switcht. Ich kann eigentlich irgendjemanden kaputt machen. Mach den Daniel kaputt. Ja, mach ich auch. Schaffst du nicht. Warum? Da ist ganz viel Dings kaputt, denn der hat Kreuzer da. Ja, hab ich doch jetzt gar kaputt gemacht. Ach so. Hier ist halt schießt trotzdem immer noch irgendwas auf mich. Ich krieg hier Probleme. Oh, lass ich so kurz, ich kann schon sehen.
sagst Daniel. Ich hab keinen Torpedo bekommen. Ich mach Daniel kaputt. Ach, da ist er doch. Ach, der geht ins Wasser, der Wichser. Sorry, Daniel, dass ich Wichser gesagt hab. Daniel kommt ins Wasser, ja. Der Shepard will hier unbedingt dieses Wasser kriegen. Ey, meine Bomber bewegen sich einfach nicht. Ich raste gleich aus vor Wut. Die bewegen sich einfach nicht. So, Daniel ist jetzt fertig. Ey, ich guck mal, die bewegen sich nicht. Ich krieg Probleme vom Shepard, hier. Dagen ist tot. Ja, ist er auch. Bin ich auch. Fuck off. Brauchst gar nicht mit so vielen fliegen. Ja, ist jetzt zu spät. So ich lebt er noch. Wow. Oder? Ja. Okay. Ey, ich bin stinksauer. Der Einzige, der sauer ist, ist der Christian, der über dieselbe Art und Weise gestorben ist. Tja, so ist das Leben, Mann. Wie man nicht gerne gegen dich stirbt. So ist das Leben. Es ist halt nicht so einfach, gegen mich zu spielen. Ja, das war jetzt gut, ey. Nein. Ein Scherz, oder? Ey, was meinst du mit Scherz, du? Lutsche, du. Ey, die Bomber bewegen sich nicht. Ich dreh gleich durch. Diese Hurenbomber. Mehr sag ich nicht mehr dazu. Na, kannst aber auch nicht so sagen. Ist ein hurige Bomber. Da, wo sind deine Jäger? Vorne an der Front sitzen nicht. Gleich ist mein Zerstörer weg. Hä, warum zieht er die wieder weg? Vielleicht, weil er weiß, dass Mama kommt. Du mal deine Uwe nach vorne schicken. Tim. Ja, ich. Achso, da hat gar nichts eingenommen. Ist ja gut. Ne, ist schon alles weg. Da ist Mark im Wasser. Lässt sich töten, ne? Ja, er saugt mich auf. Das klingt irgendwie pervers. Aber die Zerstörer aus der Entfernung sind das Problem. Naja, der stirbt jetzt gleich. Ja, das ist ja klar. Nein, nicht da sterben. Yeah! Donnie hat den Kill gekriegt. Boah, das ist schlecht von mir, ey. Will ich ein Torpedo-Upgrade machen und mach Mikrolaser oder so Dings? Ja, hol ihn dir, Tietje. Krieg ihn, ich hab doch nicht genug. Tja, jetzt müsste ich. Der hatte eben schon eine ganz dicke Klappe gehabt, muss ich sagen, der. Ja. Sebastian. Hat der doch überhaupt nicht. Ich finde, der hat gar keine gehabt. Nur gefreut. Ja, ja. Du hast ein persönliches Problem mit Sebastian. Das nein, klar. Das besprechen wir aber in der anderen Runde hier im Kummerkasten-Channel.
Aber immerhin hat er ein Schild gebaut, also er hat Fortschritte gemacht auf jeden Fall. Aber er steht, er hat keinen Strom. Natürlich knallhart, Johnny, hier. 23 Minuten gespielt und du kommst mit Tech 1 Bombern. Jetzt verstehe ich das Niveau, ey. Was ist los bei euch? Ich hab einen gekillt. Reicht doch. Ich muss doch gar nicht mehr machen als das. Oh, scheiße, Mann. Atichis Bombe ist nicht schneller als meine. Ist doch asozial. Aber meine treffen. Ja, deine ziehen nichts ab. Ah, fuck. Ja, das haben wir alle bekommen. Wir haben alle gekillt. Ich habe ihn auch verdient. Hä, wieso hat denn der Mike nicht den Kill bekommen für Daniel? Er hat sich, glaube ich, selbst umgebracht. Ist das doof? Der hat sich selbst umgebracht. Das geht ja nicht anders. Ach so, sonst hätten wir ja alle. Dann hätten wir. Weil eigentlich Mike den nicht bekommen müsste. Dann hätten wir ja wirklich alle, jeder, seinen Gegner gekillt. Aber ich glaube, das glaubt der Christian. Scheiße. Ich bin sauer. Christian. Ey, scheiß Daniel hat selbst gekillt. Christian, es tut mir leid, ne, aber ich musste das machen, Mann. Macht's gut. Aber das war, ja. Und bis dahin. Macht's gut, genau. Und es hat funktioniert.